Tiroler Landsleute, am 4. Dezember entscheidet Italien über seine Verfassungsreform. Auch wir Südtiroler sind aufgerufen, an dieser Wahl teilzunehmen. Für Südtirol ist es diesmal besonders wichtig, ein klares Nein zu dieser Verfassungsreform zu sagen. Italien möchte mit dieser Verfassungsreform den Staat wieder sehr, sehr stark zentralisieren. Das bedeutet, wenn diese Verfassungsreform angenommen wird, finden wir uns morgen in einem italienischen Staat wieder, der noch zentralistischer und noch autonomiefeindlicher sein wird, als dies heute schon der Fall ist. In den letzten Jahren hat der italienische Verfassungsgerichtshof unzählige Autonomiebestimmungen zu Fall gebracht, weil er sich auf die Interessen des italienischen Staates berufen hat. Wenn das Umfeld in Italien mit dieser Verfassungsreform noch zentralistischer wird, dann bedeutet das, dass der italienische Verfassungsgerichtshof noch restriktiver und noch zentralistischer gegen die Interessen Südtirols urteilen wird. Das kann und darf nicht im Interesse Südtirols sein. Mit der italienischen Verfassungsreform wird aber auch das sogenannte nationale Interesse wieder eingeführt. Das heißt, der italienische Staat kann, wann immer er es für notwendig erachtet, in die Gesetzgebung der Regionen und somit in die Gesetzgebung Südtirols eingreifen. Zu so einer Entwicklung müssen wir als Südtirol ganz klar Nein sagen. Wir rufen euch daher auf, am 4. Dezember zur Wahl zu gehen und ganz klar Nein zu dieser zentralistischen Verfassungsreform zu sagen. Euer Nein ist eine Stimme für Südtirol.